Grid Legends hat endlich auch einen Release-Termin bekommen und das Spiel erscheint erheblich früher, als ich es persönlich vermutet habe, und es bietet ein wenig Konfliktpotenzial für alle, die ziemlich offen sind, was Rennspiele betrifft und die sich nicht nur auf Rennsimulationen oder nur auf Arcade-Spiele stürzen, sondern die auch gerne hin und her switchen, denn das Spiel erscheint nur wenige Tage vor dem aktuellen geplanten Release von Gran Turismo 7, und was das bedeuten könnte, sage ich euch im Video. Servus ihr Lieben und schön, dass ihr reingeklickt habt in dieses kleine Video, in dem ich ein wenig über den ja angekündigten Release von Grid Legends sprechen möchte. Und wie ich im Intro gesagt habe, das Spiel erscheint nur circa eine Woche vor dem Release von Gran Turismo 7, wobei ich da ganz gerne noch das ein oder andere Fragezeichen hinsetzen wollen würde, denn man weiß ja nicht, ob Gran Turismo 7 tatsächlich am 4. März erscheint, weil es gab ja jetzt eine Verschiebung bereits und wer weiß, ob das wirklich die letzte war. Also wir können nicht ausschließen, dass im Januar oder vielleicht sogar noch im Februar das Spiel noch einmal verschoben wird. Aktuell muss man aber natürlich vom Release am 4. März ausgehen und das bedeutet, dass das eine ganz klare Konkurrenz für Grid Legends ist, beziehungsweise ja, Grid Legends einfach ein ganz heftigen Konkurrenten um den Kampf des zu dem Zeitpunkt erscheinenden Rennspielthrons haben wird. Bevor ich weiter über die verschiedenen Gedanken spreche, die ich mir da gemacht habe, wann ist der Release-Date von Grid Legends? Codemasters bzw. EA haben bestätigt, das Spiel erscheint am 25. Februar 2022 und natürlich erscheint es auf allen gängigen Plattformen, also auch auf der Last Gen und auf der Current Gen. Und das Gute ist, das Spiel wird Cross-Plattform und Cross-Gen unterstützen. Also ihr könnt mit der PS4 gegen PS5 Leute antreten. Ihr könnt aber auch mit eurer PS5 gegen Xbox-Spieler antreten und so weiter. Das ist schon mal richtig cool. Ein paar weitere kleine Informationen möchte ich erst noch liefern, was man bisher über Grid Legends schon erfahren konnte. Zusätzlich zu der Tatsache, dass das eben Cross-Gen und Cross-Plattform bieten wird, gibt es auch die Information, dass es ein kostenloses Upgrade geben wird. Das heißt, besitzt ihr die PlayStation 4 Version, könnt ihr kostenlos auf die PlayStation 5 Version upgraden. Hätte ich nicht vermutet, dass das auch 2022 noch bei dem einen oder anderen Spiel passieren wird. Vielleicht ist das aber auch die Motivation, das Spiel zu kaufen, weil man eben weiß, dass es eine heftige Konkurrenz circa eine Woche später mit Gran Turismo 7 geben wird. Performance-mäßig wird es verschiedene Modi geben, aber ihr könnt unter anderem auch in 4K spielen oder alternativ kann man die Auflösung verringern und kann dann mit bis zu 120 Hertz spielen. Wer also einen entsprechenden Monitor oder Fernseher hat, der wird da wirklich vollends zufrieden sein dürfen. Bestätigt sind bisher 22 Rennstrecken, die man mit insgesamt 130 Fahrzeugen befahren kann, aus allen möglichen Kategorien, wie man das aus Grid eben kennt. Und das Ganze wird in 9 Modi passieren. Ganz, ganz wichtige Information, bis hierhin wird bestätigt, dass es keinerlei Mikrotransaktionen geben wird. Das dürfte die meisten erfreuen, mich persönlich auch eingeschlossen. Finde ich super, hätte ich ebenfalls nicht vermutet. Und natürlich vielleicht eins der Kernstücke des Spiels, es wird einen Story-Modus geben, hat man ja im allerersten Trailer auch gesehen, mit echten Schauspielern, und es wird eine mehrere Stunden andauernde Story erzählt, also nicht einfach nur eine Kampagne, wo man ein Rennen nach dem anderen fährt, sondern man hat dann zwischendurch einfach so Cutscenes, man hat Rivalitäten, und ob das Ganze jetzt besonders packend sein wird, wage ich zu bezweifeln. Das Ganze wird sehr viel B-Movie-Charme haben, aber ich finde es cool, dass es sowas mal wieder gibt, denn das hat es in einem Rennspiel einfach sehr lange nicht mehr gegeben. Diese Story soll bisherigen Informationen zufolge sehr linear ablaufen und soll etwa 10 Stunden andauern. Finde ich vollkommen in Ordnung. Viel länger ist das wahrscheinlich auch nicht zu ertragen. Und für mich persönlich wird das dann eher sowas wie ein sehr langes Tutorial sein, was einen einfach immer weiter vorantreibt, weil man auch irgendwo bestimmt ein bisschen neugierig sein wird, was da in der Story passiert. Und auf die Art und Weise lernt man auch sehr schnell bestimmt sehr viele verschiedene Fahrzeuge auf sehr vielen verschiedenen Strecken kennen. Ist vielleicht gar nicht mal verkehrt. Jetzt aber zu meinem Problem, das möchte ich eben zum Ende auch nochmal besprechen, was ich ja am Anfang auch schon im Intro gesagt habe, das Spiel erscheint halt nur wenige Tage vor dem Release des großen Gran Turismo. Und natürlich wird der ein oder andere sagen, Yuki, was hast du denn da für ein Problem? Das spricht doch vollkommen unterschiedliche Kunden an. Ja, wer Arcade Racing möchte, der wird vielleicht bei Grid Legends wirklich Spaß haben,
Aber der wird doch kein Gran Turismo spielen wollen. Und jemand, der auf Gran Turismo Bock hat, der will Autos sammeln, der will realistisches Fahrgefühl haben, der will super viel Authentizität haben und der pfeift doch auf so einen Arcade-Racer à la Grid Legends. Und dem muss ich widersprechen, weil ich zum Beispiel bin auch jemand, der fährt auf beide Art von Rennspielen ab. Ich mag beides. Ich mag hin und wieder mal ein schönes, realistisches und relativ ruhiges Rennspiel, was halt einfach schwer zu erlernen ist, sage ich mal. Aber ich mag es auch manchmal, wenn man einfach reingeworfen wird und man innerhalb von 5 Minuten Bescheid weiß und sofort mit jedem Fahrzeug mehr oder weniger klarkommt und einfach Spaß hat, ein paar Rennen fährt und gut ist. Also das hatte ich jetzt auf der PlayStation 5 zum Beispiel auch schon mit Dirt 5, was ich wirklich toll fand, und dazu kommt auch übrigens noch demnächst irgendwann ein Fazit, das ist aber eine andere Geschichte. Jedenfalls, solche Spiele mag ich halt auch sehr gerne und ich habe mich wirklich auf den Release von Grid Legends gefreut, tue ich auch immer noch natürlich, aber ich freue mich auch mindestens genauso sehr auf den Release von Gran Turismo 7. Es ist ein ganz anderes Spiel, ja, aber es spricht mich genauso an und für mich ist das ein Problem, denn ich habe auf keinen Fall Zeit, innerhalb von nur wenigen Tagen mit beiden Spielen anzufangen. Da müssen schon ein paar Wochen dazwischen liegen und deswegen habe ich ganz leise die Hoffnung, dass Gran Turismo vielleicht nochmal um 4 oder 6 Wochen verschoben wird. Mir persönlich würde das in die Karten spielen, weil dann hätte ich die Gelegenheit, in Ruhe Grid Legends zu zocken und ja, ganz ehrlich, so nach 4 bis 6 Wochen wird mir das Spiel dann vermutlich langweilig genug sein, um einfach bei Gran Turismo 7 weiterzumachen. Ich weiß natürlich nicht, wie ihr dazu steht und was ihr für eine Meinung dazu habt, könnt ihr mir natürlich sehr gerne in den Kommentaren mal sagen, weil ich glaube, es wird vielen Leuten so gehen, die nicht so Puristen sind, sondern die einfach gerne mal ab und zu Racing spielen. Und auch für die ist ja Gran Turismo nicht unglaublich schwer zu erlernen. Gran Turismo hat ja auch viele Fahrhilfen, viele Möglichkeiten, hat auch einen Karrieremodus. Ja, selbst wenn man keine Online-Rennen fahren will, kann man auch dort im Karrieremodus ja jetzt, inzwischen wird der ja wirklich groß sein, wird ja für Gran Turismo 7 angekündigt, dass das ein sehr umfangreicher Karrieremodus sein wird, der von Anfang an da ist. Ja, und dann kann es sein, dass derjenige sagt, auf sowas habe ich Bock, ich will viele Autos sammeln, aber ich habe auch Bock auf ein bisschen actionlastige Rennen und ja, jetzt stehe ich vor einem Konflikt. Und ich kann mir vorstellen, dass viele dann eher zu Gran Turismo greifen, weil ich glaube, dass das Ganze optisch etwas eindrucksvoller ausfallen wird. Ja, und das ist halt schade, weil dann wird Grid Legends ein bisschen auf der Strecke bleiben und das wäre bei mir zum Beispiel auch aktuell der Fall, weil ich würde mir das Spiel dann eher für 30, 40 Euro in 3 Monaten dann holen und nicht eben zum Launch. Von daher, umso trauriger würde es mich machen, wenn das Spiel am Ende ins Hintertreffen gerät, weil die Leute sich eher für Gran Turismo 7 entscheiden. Wie auch immer es kommen wird, ich bin sehr gespannt. Es hängt, wie gesagt, auch wirklich davon ab, ob Gran Turismo 7 tatsächlich pünktlich am 4. März erscheint. Das wird dann die Zukunft zeigen und die nächsten Wochen zeigen, ob es so kommen wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den Release von beiden Spielen und in Zukunft werden wir ja noch weitere Informationen bekommen zu Test Drive Unlimited Solar Crown, was ja ebenfalls nächstes Jahr schon erscheinen soll. Da bin ich ebenfalls sehr gespannt und das könnte ja ebenfalls Konkurrenz sein, obwohl ich da glaube, das Spiel wird tatsächlich eher in der 2. Jahreshälfte erscheinen, weil man da auch noch kein Gameplay gesehen hat und gar nichts. Aber lassen wir uns überraschen, es wird auf jeden Fall ein heißes Racing-Jahr für alle, die es eben mit Racing haben. Das soll es an der Stelle aber von mir gewesen sein. Ich hoffe, ihr fandet die Information interessant und wenn dem so war, dann abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und läutet die Glocke am besten, damit ihr auch die nächsten Videos sofort sehen könnt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht es gut.